watching castles fill the sky, the moon's soft glow, the stars are flying high, seesaw hanging in the air, and the ocean breeze moves through my Hello, welcome, buenos dias, dobrý deň,
Da geht's wieder los. GTA Roleplay. Ich bin satt, ich hab Durst. Trinken wir noch einen Schluck. Habe ich immer noch Durst? Kann ich noch was trinken? Was habe ich denn eigentlich ein Werkzeug? Gar keins? Okay. Ich bin satt, ich habe keinen Durst. Gut. Okay, let's walk a bit. In the meantime, let's look. Aiden, hello, welcome. Hey, wake up. And thanks for the follow, Aiden. Welcome, welcome. Entgangen, Anruf von Taxi. Was habe ich eigentlich an Geld? 133. GG Aiden, congratulations. So at this time, I have 3 cars, 1 truck and 2 vans. The 2 vans are not registered at the moment, no license plate, and my truck is here, there. And I need to drive with a taxi. But first, I have to buy a license that I can do gardener work. So, hey, wake up.
That I'm not illegal worker. Rock-chan, hello, welcome. Thanks for the follow. Und falls einer an Switch zuschaut und Deutsch versteht, ihr könnt doch Deutsch mit mir reden, ne? Redet bloß gerade keiner Deutsch, deswegen rede ich mit den Leuten auf Täter. So first getting a working license, next step is driving with a taxi to my truck and praying my truck is not in the impound garage. We will see. Achso. Buenos dias, señoritas and señores. Walking a bit is okay if you don't walk through the wood city. Almost there. I need to be here. This way. FGTY, hello, welcome. How are you? Anyone cares, I can do. Not displayed. Can. Hey, wake up. Show my FPS. Blobify, thanks for the follow. Hello. The FPS is capped to 60 FPS because the stream has 60 FPS and you don't see more FPS. So my graphic card is not at 100% load. Power consumption is lower. I think with the 50% power consumption of the graphics card is about 100 watt. The full load, then the card drawing 200 watt. And why? It's not needed.
Der Stream with 60 FPS and record also 1080p with 60 FPS. Not more FPS needed at this moment. Almost there. Let's start a raffle for a crate. Someone want to win a crate? There's your chance. By the way, only on Zeta for the Twitch viewers, there's a link. Ah ja, können wir gleich noch ein bisschen Geld holen? Aber bloß $100. Was holen wir ab? GG. Let me look. There's a crate. Microphone activated. Hallo. Hallo. Buenos dias, schöne Frau. Geben Sie mir mal einmal die Agrartransportlizenz. Super. Dankeschön. Dann schönen Tag noch. Microphone muted. Microphone activated. You don't believe. Taxi. What? Kein Taxi? Damn it. Microphone muted. No taxi available. We are unique. Now we must do plan B. Xian Lin, hallo, willkommen. Guten Tag. And now, because no taxi is available, I walk to the car selling guy and buy me a little car
Hey, wake up. ITX Albert. Hallo, willkommen. Attila, willkommen. Ich hoffe mal, meine Knete reicht. 10,755. I hope that's enough. Sua! Hey, welcome! Thanks for the follow! It's a long way to the car seller. But from time to time we can check. Microphone activated. Hallo, der Charlie hier. Ich würde gern Taxi bestellen. Wollen Sie bitte den Dispatch? Schicke ich sofort. Ich laufe nur einen Meter, sonst kommen Sie an der falschen Seite raus. Ich bin gerade zwischen zwei Gebäuden. Und dann bin ich. Schicke ich alles gleich klar. Den Dispatch, ne? Bis denn. Wunderbar. Tschüss. Bis dann. Mikrofon muted. Yay, Taxi. Dispatch. Dispatch senden. Downtown Cap und Co. Geld reicht doch. So, I don't need to buy AK. Schneemann. So eine Notunterkunft wollte ich auch schon mal immer bauen. Woher kriegt man einen Schlafsack? Mikrofon activated. Hallo. Hallöchen. Ich müsste einmal zum Hersteller vom Saft, ganz oben im Norden. Ah, vom Traubensaft, alles klar. Genau. Und doch noch 60 Dollar, ne? Das werden wir gleich sehen, aber da kommen sie gut hin, ja. Und wie läuft's heute? Ah ja, wird langsam viel. Immer mehr, aber geht schon. Ja, Hauptsache man steht nicht rum. Das ist ja auch immer das Schlimmste, wenn man rumsteht und guckt, ne? Ja, genau so ist es. Immer durchgängig zügig zu tun hat, das kenne ich noch von damals, dann vergeht die Zeit doch. Ja, ja, ja. Dann guckt man auf die Uhr und sagt, was, schon wieder neune? Ja, ja, ja. Und selbst, wie war Ihr Tag? Ja, noch nicht viel gemacht, gerade erst aus dem Hotel gekrochen. Jetzt noch ein bisschen arbeiten. Lebensunterhalt. Haben wir hier der Transporter stehen? Ja. Okay. Ich habe eigentlich drei Autos, aber zwei jetzt abgemeldet und dann ist nicht so gut damit, nicht angemeldet rumzufahren. Ne?
Und ich hoffe mal, der LKW steht da oben noch. Ah, haben sie schon eine Mule. Mhm. Ich war vor über einem Jahr mal schon hier und musste dann aus Gründen mal ins Ausland und kam jetzt wieder und hab mein Fahrzeug und alles noch gehabt. Musste zwar den Herrn von der Verwahrstelle ein bisschen Geld geben, damit er das mir wieder rausrückt, aber okay. Konnte damals schon ein bisschen Geld zusammenscharen für ein paar Fahrzeuge. Ja, ja. Da war die Welt noch in Ordnung, da war ich noch Mechaniker. Ja. Moment bitte. Da unterkommt das, kann ich was tun? Kann ja auch zwei gefallen tun. Mikrofon muted. Ah, ich bin gerade am Steuer und das geht gerade ganz schlecht. Ich bin auch nicht im Büro, weil ich habe die selber nicht reingespeichert. Ja. Ja, mache ich. Sobald ich im Büro bin, kann so 10 Minuten dauern. Ciao. Microphone activated. Hat das was zu bedeuten, wenn die Leitstelle von Downtown Cap versucht hat, mich anzurufen? Nein. Ich hatte da einen Abwesenheitsanruf. Dann war vielleicht, haben sie ein Taxi bestellt und dann waren sie nicht mehr erreichbar, oder? Doch, eigentlich schon. Okay, dann war vielleicht besetzt oder sonst was. Kann auch sein, naja, gut. Wenn sie nichts wissen, dann scheint es nicht wichtig gewesen zu sein. Oder haben sie vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks für mich, weil die Sache so mit den Weintraubenernten und Schrott sammeln und alles ist noch relativ neu für mich. Gibt es da ein paar Tipps und Tricks, ja, wie man da noch was optimieren kann? Oder? Ist die Mule gemietet? Nein. Oh, dann haben sie aber schon viel Geld verdient. Ja, ich habe auch zwei Burritos. Also, ja. Wie gesagt, Mechaniker, ne? Da kommt das Geld wie von allein, wenn man dann hier ein Auto tunt und da ein Auto tunt und dann zum Ende der Woche gab es einen Bonus. Dann, ja, ging es mir eigentlich schon relativ gut. Ja, ja. Ich könnte jetzt auch meinen Lebensabend hier auf meinem Geld sitzen verbringen, aber so ein bisschen was muss man ja machen. Sonst, ja. Ja, dem ist ja nicht nur zum Arbeiten da. Ja, deswegen, ein klein bisschen, dass die laufenden Kosten gedeckt sind. Ich muss ja nicht reich werden, ich habe ja schon drei Autos, ne? Ja. Ja, falls Sie da einen Tipp haben, weil ich glaube, das mit dem, Saft, das hat jetzt nicht so mega viel gebracht, ne? Naja, geht zwar schnell, Problem aber... Ist, Problem ist, die Leute machen selber den Markt kaputt. Ja. Wenn man gleich immer verkauft, wie man das verdient hat, macht leider mittlerweile zu viele und dann deswegen das kontrollieren. Als ich noch Traumen geerntet habe, das war im Februar, da hat es, war der Kurs bei $30. Ui. Ja. Fahren Sie mal noch einen Meter weiter rein. Oh oh. Das ist mein LKW. Hm. Okay. Nicht so optimal, ne? Nicht da, oder? Ne, er steht schräg hinter uns, aber irgendwie nicht richtig rum. Ach da, oh. das hab ich... Oh, was ist da los? So ein Mist, das kostet ja Geld, verdammt. Naja, egal. LKW müde? Ja, LKW schlafen. Gut, wir machen erstmal unser Ding hier. Sie bekommen ja ein bisschen Geld. Moment, so, kleinen Moment. Kratzen ich schau mal schön nach. Kostet hat Sekunde. So. Wir haben $60, $70. 70? Okay. Lieber auch hin. Hm? Hatte ich schon abgezählt, die Scheine machen wir so. Der Rest ist für Sie. Oh, danke schön. Gerne. Die sind ja dann so günstig. Erfolgreiches Wirtschaften. Ja, erst muss ich natürlich eine Werkstatt anrufen. Ja, ja, ja. Schönen Tag noch, fahren Sie vorsichtig. Besten,
hier im Norden. Caputo, okay. Ja. Ansonsten LSD Nord. Hm. Alles klar. Okay. Gute Fahrt. Mikrofon muted. Och nö. Nix kaputt. LSC. LSC Süd, was kann ich für Sie tun? Hallo, der Charlie hier. Gibt es eine extra Nummer für LSC Nord oder bearbeiten Sie auch den Norden? LSC Nord ist leider gerade gar nicht besetzt. Kommen Sie denn auch in den Norden? Weil ich habe meinen Muli hier einen Tag lang unbeaufsichtigt stehen lassen und der hat sich so hingelegt und schläft jetzt wohl. Ja. Und da brauche ich Ihre Hilfe, den kriege ich nicht alleine. Wenn ich einmal ein Dispatch, dann würde ich jemanden rausschicken. Alles klar, ist unterwegs, der Dispatch. Alles klar, ich schicke jemanden raus. Gut, tschüss. Ciao. Mikrofon muted. Verdammte Axt, das kostet ja Geld. Why? My car. Dammit. Now my truck needs to be repaired. And I think that costs half an hour minimum. And it cost money. $400. And on my bank, 10,700. Thank you.
Microphone activated. Oh, hallo Tanja, falls du noch da bist. Hab dich gar nicht gesehen zwischen den ganzen Meldungen von meinen Bots. Willkommen. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Better not. And demute. Erik, GG. Sehr. Disk. Code ist das. Und save. Open. JDMP, hallo, willkommen. Ich habe immer da. Grüße zurück an den Eisbären in die Eisbärenhöhle. Und wie geht's euch? Ich muss mein Auto hier umdrehen lassen oder reparieren lassen. Verdammt. Das wird denn wohl vielleicht heute wenig mitarbeiten, was? Der wird erstmal repariert. Ist zwar durch einen Bug passiert. Weil im Normalfall kriegt man LKW nicht aufs Dach einfach so, ne? Durch Skriptfehler passiert, denke ich mal, oder Spielemodifikationsfehler. Aber ist ja ein Hardcore-Roleplay-Server, also wird das ausgespielt als kaputt. Kostet zwar Geld, aber ist halt so, ne? Da müssen wir durch. Fortnite-Herausforderung, okay, 100 Stunden Stream, das kann doch nicht gesund sein. Aber ihr macht das schon. Ihr macht das schon.
könnte ich ja nicht. 100 Stunden Stream. Das wäre mir zu hart. Das verstehe ich nicht, wie du das meinst. Platzierung minus H oder plus H. Aber ich kenne mich da so und so nicht aus. Ich habe Fortnite einmal gespielt und ist nicht so meins. Okay, wenn ich dran denke, kann ich nach dem Stream ja mal schauen. GG. There are your coins. Microphone activated. Microphone muted.
dazu mal einen Plan überlegen. Was machen wir denn? Wenn denn der LKW repariert wird. Ich denke mal, mindestens eine halbe Stunde werden sie den reparieren. Kaufe ich mir doch noch ein kleines Auto. So zum Rumkurven und ein bisschen rumgucken. Könnte man machen, ne? Wie schaltet man um? Ach so. No. Damn. It's too fast for me. Almost. No. Damn. Too fast. Damn it. Hey Mechanik, where are you? Natürlich, ich habe Hunger. Token Tom, hallo, willkommen. Ich bin auch total am Arsch der Welt, ne?
Von da aus müssen sie kommen. Nach hier oben. Was ist da? Da ist eine Wartenkammer. Seit wann bin ich wieder auf der Insel? So 3-4 Tage. Die haben wir jetzt umgestellt auf eine Modifikation, die heißt Alt V. Also hier unten rechts sieht man das. Hier unten rechts steht, da kann man schlecht zeigen jetzt. Hier unten rechts steht das denn. Hier unten. Und ich hatte mir geschworen, ich installiere mir nie wieder Rage MP auf meinen Rechner. Aber jetzt haben sie umgestellt auf Alt V, eine andere Modifikation. Und hey, ich hatte noch 100.000 Bargeld und 2 Autos. Also dachte ich mir, reaktivierst mal den Account. Guckst mal. Ich bin ja jetzt kein Mechaniker mehr. Ich wurde ja inzwischen schon entlassen. War ja über ein Jahr nicht mehr da. Da war noch Closed Alpha. Aber ich hungere jetzt langsam hier. Ah, ich habe Hunger. I'm hungry. Und hello Candy, welcome. Und das war ja der Grund, warum ich bei Homestate aufgehört hatte. Ich hatte da von dem Vorfall gehört, wo der Administrator von Rage MP jemand anderes gehackt hat. Und dann habe ich mir gesagt, nee, das deinstalliere ich, das Programm. Nur haben sie das umgestellt. Und ich hatte ja mit keinem irgendwie ein Problem hier, eigentlich. Guckst mal wieder, dachte ich. Wie lange brauchen die denn jetzt hier? Schlimme ist, ich habe auch das Essen in meinem Auto und kann da nicht einsteigen, um was rauszuholen. Das Licht auf dem Kopf. Ich könnte noch was trinken. Vielleicht hilft das auch gegen Hunger. Wenn man die Mechaniker mal braucht, ne? Ist man ja auch hilflos aufgeschmissen.
ja auch nichts machen. Wo fahrt ihr denn lang? Nein! Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Hallo. Hi. Mist. Jetzt habe ich mich einmal umgedreht, jetzt ist mein Fahrzeug weg. Hat schon einer abgeholt, wa? Ja, scheinbar. Das tut mir jetzt leid. Also. Kann ich Ihnen denn die Fahrtkosten wenigstens erstatten? Ich war jetzt gerade vorne an der Straße und da haben die sich dann bestimmt hier schnell reingeschlichen und hat weggeholt. Ja, vermutlich. Verdammt. Nee, also, boah, das ist jetzt, suboptimal, ja, extrem. Gut, ich meine, mich stört das nicht, also. Ja, mich auch nicht, sie sind ja nur hergekommen, hat zwar einen Moment gedauert, aber ich denke mal, sie haben zu tun gehabt, ne? Erstens zu tun und zweitens bin ich ganz aus der Stadt hier hochgeschüsselt, weil der Norden nicht besetzt ist. Ja, deswegen ja. Wissen Sie was? Wir machen Deal. Ich muss so und so irgendwie wieder in die Stadt zurück. Sie nehmen mich mit und ich bezahle Sie dafür, ja? Sie sind zwar kein Taxi, und aber haben ähnliche Farbe, also großes Taxi sozusagen. Ja, ich kann Sie gerne mitnehmen, ist gar kein Problem. Soll ich erstmal bezahlen denn, oder wie machen wir das? Dass Sie nicht umsonst hergekommen sind? Ich meine, normal Anfahrtskosten oder Abschleppkosten belaufen sich auf $150. Dass ich jetzt umsonst hergekommen bin, stelle ich einfach eine Rechnung über $50 aus und dann passt das. Ja, ich würde auch die 150 zahlen. Also das soll jetzt nicht das Problem sein. Also das können Sie ja nichts dafür und ich eigentlich auch nicht. Aber kann keiner was dafür, deswegen sage ich ja 50 und gut ist. Na, ich erzähle es auch keinem Chef. Das wäre cool. So, hier, pass auf, machen wir das ganz flott hier. Okay, ja, ganz schnell. Oh, Katsching, danke. Durchgezogen, grüne Karte, grüne Taste. Hat keiner gesehen. Gut, Moment. Müsste ja denn offensichtlich zum Lizenzamt, schätze ich mal, ne? Möglich, ja. Da schaffen die das ja hin. Daneben ist ja gleich die Verwahrstelle. War das die private Mule oder eine geliehene? Das war eine private. Okay. Ja. Die habe ich hier anderthalb Nächte allein gelassen und dann hat irgendjemand einen terroristischen Anschlag gemacht. Die lag denn hier vorne. Ah, super. Oh. Nee, aber ich kann sie gerne zum Lizenzamt runterbringen. Das wäre super nett. Beziehungsweise Verwahrstelle. Ja, wenn sie schon mal hier sind, dann hat sich der Weg doch ein bisschen gelohnt. Ja, richtig. Ich denke mal, Sie wollen die jetzt erstmal orten, wa? Ich würde erstmal Verwahrstelle probieren, weil orten. Ja, dann nö, gar kein Problem. Kann ich sie dann auch runterbringen? Das wäre super nett. Dann auf, auf. Auf und davon. Und viel zu tun heute. Tatsächlich ja. Deswegen hat das Ganze jetzt auch echt ein bisschen gedauert. Naja, ich kenne das ja. Erschwerend hinzu kommt noch, dass wir gerade aktuell irgendwie eine Streunerkatze bei uns auf dem Hof haben. Und die uns in unserer Arbeit doch ein bisschen behindern. Hat da keiner einen Baseballschläger, um der Sache Herr zu werden? Das macht man doch nicht. Kann man ausstopfen, die Katze? Ist voll lieb an sich. Das Problem ist nur, sobald man irgendwo ein Auto ausparkt und einen Motor anmacht,
liegt die Katze unter dem Auto. Dann seien sie froh, dass es keine Marder gibt. Jetzt sie beißen die Zündkabel. Ja, das wäre es ja noch. Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Haben sie noch nicht davon gehört? Da muss man bloß mal eine Zucht aufmachen. Und dann paar loslassen in jedem Stadtviertel und dann hat man genug Arbeit. Haben wir auch so. Wir haben das PD. Die fahren das regelmäßig kaputt, sagen sie? Ja. Also unter 20 Streifenwagen am Tag läuft bei uns gar nichts. Ja, hat sich denn doch ein bisschen verändert. Ich war ja schon mal da und war ja auch mal bei den Mechanikers. Mhm. Aber da war dann noch nicht so mega viel los, da wollten alle tunen. Ja, das kommt auch noch erschwerend mit hinzu. Hast du sowieso den Hof dann schon voll stehen? Und dann kommen immer noch zwei, drei... Ich mein Tuning. Wie lange dauert es denn? 10 Minuten? So ungefähr. Wir können ja alle hexen, ne? Ach, gestern hatten wir auch einen Kunden. Wir haben den Fahrzeug gerade abgeschleppt gehabt. Gerade bei uns auf dem Hof abgeladen. Kamen die Kunden an und ich weiß gar nicht, das Auto war vielleicht 2 Minuten bei uns auf dem Hof. Fragte ernsthaft so, habt ihr die Karre denn jetzt schon zusammengeflickt? Können wir wieder los? Ich so, Hätte ich gesagt, warten Sie, ich hol kurz das Panzertape und machen wir zwei Aufkleber drauf, damit das nicht von selber abfällt und dann können Sie wieder losfahren. Das Ding ist ganz knapp an einem Totalschaden vorbeigeschrammelt, aber 2 Minuten... Das ist schon eine Rekordzeit. Haben die gedacht, wir machen das unterwegs schon auf dem Schlepperheile oder wie? Ja. Manche denken auch, man macht bloß Hex und dann ist es wieder ganz. Mhm. Einmal drüber polieren reicht ja. Mhm. Lackstift, genau. Ja. Totalschaden, Kühlerquallen, haben sie mal einen Lackstift. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Mich stört es schon, wenn das anfängt zu klappern, das Auto aus dem Motorraum, weil das ist immer nicht gut. Nee, meistens da mehr im Argen. Wenn es aus dem Kofferraum klappert, kann das ewig klappern, das ist mir egal, aber aus dem Motorraum, da muss man denn schon aufpassen. Das ist richtig. Sonst kostet das richtig Geld. Ja, ist wohl gefährliches Pflaster, also ich glaube, ich sollte meine Mule da oben nicht mehr parken. Nicht unbedingt oder zumindest auf einem größeren Parkplatz. Gegenüber ist ja der bei Clucking Bell. Da würde ich tatsächlich, wenn dann so ein Fahrzeug hinstellen. Ja. Ja, aus Fehlern lernt man. Ja, das ist richtig. Und ich denke mal, das ist auch irgendwie kaputt. Also eigentlich könnten wir das doch gleich wieder. Naja, sie haben zu tun, ne? Ich hole die erstmal aus der Verwahrstelle und guck mal, ob er anspringt, dann werde ich nochmal vorbeibringen. Ja. Weil ich denke mal, der lag so auch, ja, es stand nicht auf seinen Rädern, sage ich mal, da ist vielleicht auch was ausgelaufen und so. Das ist möglich. Das muss man denn erstmal alles checken. Haben sie denn schon beim Lizenzamt angerufen, ob da auch wirklich jemand ist? Na, ich habe mir da vorhin schon so eine Lizenz geholt. Ja. Für 2 Tage und der erste Tag, der ist jetzt natürlich erstmal mit Reparatur dran. Ja, der ist sozusagen weggeschmissen. Mhm. Aber ich habe beschlossen, ich kaufe mir dann vielleicht noch ein kleines Auto und dann fahre ich ein bisschen rum und gucke mich noch ein bisschen um. Mhm. Was sich hier so verändert hat, ist ja doch schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal hier war und alles gesehen habe. Ah, hat sich ein bisschen was getan, tatsächlich. Ich bin auch erst zur falschen Verwahrstelle hingelaufen, zu Anfang, wo ich neu war wieder. Oder zurückkam, stand ich da rum. Hier ist ja gar keiner. Ja, auch sowas aber passiert. Die Taxifahrer, die wissen ja alles, ne? Das habe ich erstmal Taxifahrer ausgequetscht. Wenn nicht die, wer soll es dann wissen? Ne? Ja. Das kenne ich noch so von damals. Die Taxifahrer wissen mehr als die Polizei. Ja, das ist sowieso. Ich meine, bei denen steigt ja Gott und die Welt mit ins Auto und die sind ja auch alle am genau, Ort. Und wenn irgendwo eine Schießerei ist, dann wissen die Taxifahrer das früher als die Polizei, glaube ich. Das habe ich gelesen, bei ihnen war ja auch was, ne? Irgendwie. Ja,
Ja. Auf dem Hof irgendwie. Ein paar böse Jungs haben irgendwas von Rahmenvertrag gebrüllt. Ja, das Ding ist ganz einfach. Unter der alten LSC-Leitung gab es ja für Gangs und so ein Kram auch Rahmenverträge. Okay. Und jetzt wurde das von der Stadtverwaltung halt auch mit geändert. Connor, thanks for the follow. Primary, thanks for the follow. Dass sie keine Rahmenverträge mehr kriegen. Und das wollen die nicht ganz so einsehen. Ja. Und machen uns jetzt das Leben zur Hölle, weil sie Rahmenverträge haben wollen. Wissen aber, dass das die Entscheidung der Stadt ist und nicht von uns. Weil eigentlich kann man so ein bisschen deren Entscheidung auch nachvollziehen. Das sind ja mehrere Leute, ne, die zusammengehören und ja, kann man verstehen, dass die dann ein bisschen angepisst sind, weil wenn ich mich mit 5 Leuten zusammenschließe und sage, hey, wir kommen immer exklusiv zu dieser Werkstatt, ne, dann könnte man schon verhandeln, wie sieht's aus mit so einem bisschen Rabatt. Das ist es ja, ne? Rahmenvertrag bedeutet ja Rabatt für alle, ne? Ja. Das Ding ist ganz einfach, wir hätten es ja gemacht. Ja. Wir standen ja auch in Verhandlungen mit den ganzen Leuten. Aber wenn die Stadt Nein sagt, können wir nicht Ja sagen. Nee, das ist richtig. Ja. Schauen wir mal, ob da jemand ist. Ich glaube, wir müssen erst zum Büro hier hinten, ne? Oh, ab und zu hat man Glück. Einmal nur raufluschern. Hey, wake up. Aber diesmal ist Pech. Ich will ja nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen als unbedingt nötig, weil warten bestimmt Nägelkauen schon wieder andere auf ihre Dienste. Gut, ich habe genug Kollegen, die können auch mal was tun für mein Geld. Das ist die richtige Einstellung, genau. Die hatte ich zwar selber nie, also ich habe immer alles gemacht und war dann immer unterwegs. Ich kenne das. Ich bin auch meiste Zeit immer diejenige, die sagt, hier, ich mach. Schauen wir mal. So, was nehmen wir mit? Ja, dieser Bus da sieht doch gar nicht schlecht aus, der mit den roten Lackierung. Gut, viele. Sieht aber tatsächlich schlecht aus. Meinen Sie? Also ich sehe da jetzt keinen Mitarbeiter. Erkennt man die irgendwie? Boah, die haben weiße Klamotten an. Mist. Hallo. Hallo. Wollen Sie ein Auto abschleppen? Nein. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass es mein Auto wäre, dann wäre ich schnell weggefahren. Nein, alles gut. Alles klar, ciao. Ciao. Kann ich Sie denn irgendwie bestechen, dass sie mich zu einem Autohändler fahren? Zu einem Autohändler? Na, dieses Mostly Auto Service. Warten Sie mal, ich guck mal, was meine Tasche sagt. Haben wir da noch ein bisschen was? Ja, ich denke, ich habe noch ein bisschen Bargeld. Machen wir den unter der Hand. Ja, kriegen wir hin, weil hier ist tatsächlich niemand. Wenn ich mich hier so umgucke. Nee, dann rufe ich mir da so einen kleinen Smart oder sowas und dann erkunde ich so ein bisschen die Insel. Plan B. Ich glaube, das Geld reicht noch. 10.000 habe ich noch auf dem Konto. Ach ja, damit sollte man noch was kriegen. Natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man das Geld eigentlich für was anderes, ne? Ach naja. Ich habe noch einen Unternehmensantrag rumzuliegen, da sind ja auch 50.000 noch gebunden. Ach so. Jo. Und dann wurde mir gesagt, ach, Sie können ja nur ein Unternehmen mit 2 Personen gründen. Ich so, na, schönen Dank, jetzt habe ich das Antragsformular schon. Solche Infos kommen natürlich sehr früh. Naja. Aber in mir wurde gesagt, der ist unbegrenzt gültig, der Antrag, und dann bleibt er erstmal halt in der Schublade liegen. Hier so genau. Wunderbar. So, Attacke. Lassen Sie mich mal kurz fühlen. Was können wir denn hier in was? Bin total dankbar, dass Sie mir sozusagen Taxidienste geleistet haben. Ach, gar kein Problem. Bitte schön. Ne? Oh Gott, danke schön. Gerne. Und ja, wenn ich wieder was habe, melde ich mich dann, ne? Alles klar, einfach durchrufen. Schönen Tag und fahren Sie vorsichtig.
Ja, ebenso. Tschüss. Ciao. Microphone muted. Please don't write the prediction code in the chat, so viewers must see itself which code it is. Just a hint. It's better chances for you. Panto, was kostet der 9800? Der da. Zugschadstoff, Klasse 2. Was haben wir sonst noch? Der. Aspo, was ist das denn? Der kostet 15.000, viel zu teuer. Lister kompakt. 12.500, hoch, ja. Was haben wir noch? Danier, 9.500. Den nehmen wir. Wo willst du dieses Fahrzeug denn noch unterstellen? Ach Gott. I can't buy it. Damn. Damn it. I have the money. I have the feeling this is a short GTA 5 roleplay stream. Hey, wake up. Senti, welcome, thanks for the follow. Okay, Plan C says I go to the shop, buy me something to eat, then I go to the place where I can get the money for not employed. It's $400. And then I go back to my hotel. I cannot do anything else. Sadly. And then we switch the game to World of Tanks. That's plan C. We can start a new giveaway. What we give away? Coin buff? It's coin buff. Congratulations, Eric. No problem. It's luck. It's your day today. Maybe you should play Lotto. Habe ich immer noch Hunger? Ich habe Hunger, ich habe keinen Durst, okay.
Everything is okay, Erik. No problem. You cannot know that the right answer one is. So everything is okay. Oh, hier gibt es Brötchen zu kaufen. Nom 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 nom. Und Butter. 5 Brötchen kaufen. Und Butter und Tasche. Und Wasser habe ich. Es gibt ja keinen Weichkäse. Keinen Salami-Wurst. $194. Ja, so viel ist das nicht. Nearly there. Just a few hundred meters. Let's try not get killed. Euer K. Maybe the 24-hour timer is running out. I think on this server is a 24-hour timer. When you not move your car 24 hours, it gets in the impound. Garage. Or 48 hours, I don't know. So on this server you don't need to work. You can
get once per day a fixed amount of money for not being able to work. I think it's $425. And for this $425, you can easily buy food, buy something to drink, because I cannot do much here at this time. I get this money. From this dude. Yay. $425. But the way to my hotel is just a little bit too long. I think I call a taxi. Microphone activated. Kellermann, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, der Charlie hier. Ich brauche mal ein Taxi. Ich schicke ein Dispatch. Hallo Charlie, wo steckst du denn? Na, hier bei diesem Amt, wo es die staatliche Stütze gibt. Im Süden da. Alles klar. Trotzdem Dispatch oder reicht das? Ja, besser ist das. Vergisst man das nicht. Richtig. Gut, bis denn dann. Alles klar, bis gleich. Tschüssi. Jo, tschüss. Mikrofon muted. Okay. Microphone activated. Oh, das ging ja schnell. Tada. Die haben gewusst, dass ich hier bin. Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber ich war gerade am Flughafen. Das passt ja. Hatten Sie mal kurz, ich muss selber mal auf diese digitale Handykarte gucken. Ich weiß gar nicht, wie mein Hotel heißt, wo ich wohne. Beach Valley Hotel. Motel. Beach Valley Motel. Da, wo es die Fahrräder gibt, da um die Ecke. Und das Ding hier. Ja, genau. Dann geht's auch schon los. Doch ein bisschen weit zum Laufen. Ja. Dachte ich mir, machst du mal einen Taxifahrer glücklich. Ja, ist aber auch nicht teuer hier bei uns, Taxifahren. Ja. Das ist echt, naja, sollte man anheben. Nein, bloß nicht. Ich nutze das gern. Ja, klar. Dann haben sie auch was zu tun, ne, und stehen nicht nur da und rauchen. Es soll ja nicht viel angehoben werden, aber ich denke, so 10 Dollar pro Kilometer sind vollkommen okay. Da hat man dann, wenn man 10 Kilometer fährt, hat der Taxifahrer dann einen Verdienst von $100. Hm. Sollte schon mehr sein als die Spritkosten, wenn man jetzt hoch zur Norden der Insel fährt, ne? Richtig. Weil vor allen Dingen, man fährt ja einmal leer hoch und fährt dann wahrscheinlich wieder voll runter. Aber das zahlt doch die Firma, oder? Haben sie eine Tankkarte? Naja, das zahlt die Firma schon. Okay. Der Staat, der wirft da auch noch ein bisschen was in die Kasse rein, damit das
Urlauber freundlicher ist, das Land hier. Ja, natürlich. Ich denke auch eher nicht an mich selber, sondern eher an die Fahrer, die wirklich auf das Geld angewiesen sind. Hm. Ich gebe auch immer Trinkgeld, also keine Sorge. Reicht schon aus, hier einfach anhalten. Oh, alles klar. So, Moment. Gucken wir mal, wo haben wir das hier? Ganzen dicken Scheine erstmal zählen. Aua. Hat er nicht gesagt. Die sind ja, denke ich mal, seriös und rauben nicht aus. Hier, bitteschön. Oha. Der Rest ist für Sie, ne? Vielen, vielen lieben Dank. Einen wunderschönen Tag denn noch und fahren Sie vorsichtig. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Warten Sie mal. Ja? Eine Kleinigkeit für Sie. Wir haben was für mich. Ja. Geben Sie mir jetzt bloß kein Geld. Ja. Alkohol? Nein. Oh. Das sieht aber lecker aus. Frisch selber gebacken vorhin. Super. Die ziehe ich mir gleich rein, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Super. Alles klar. Schöne Zeit für Sie. Ja, ebenso. Tschüss. Danke. Tschüssi. Downtown Caps, ich spreche mit Uwe. Microphone muted. Nimm nun mal eine Zimtschnecke. Hello, my glorious Motel. Steht die Tasche hier immer noch? Ist das ein Bug? Die dürfte doch gar nicht so lange stehen. Normalerweise geht doch dann so eine Tasche nach 6 Stunden weg. Ich nehme da mal nichts raus. Nachher ist das ein Dimensionsbug oder sowas. Das hat doch jemand anderes gehört. So. Meine Zimtschnecke. Bin satt, ich habe keine Dose. Dann lasse ich die mal rum. Ach, wobei. So viel Schissen lasse ich gleich. Nom 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 nom. Zimtschnecke, nom 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 nom. Okay, while we eating, we change the description. Not eating this. World of Tanks, Dashboard, Scheme, World of Tanks, Save. Let's me look. Somewhere I have the Description, this, winding credits, copy and paste. Okay. Das haben wir auch. Charlie meldet sich erstmal ab.